Der letzte Tag des ersten Halbjahres ist heute angebrochen, der 30. Juni 2018. Vor 2 Wochen hatte ich diese Suppe schon einmal gekocht und es war so viel übrig, dass ich einen Teil einfrieren musste. Es hat gerade für 2 Personen gereicht, die leicht speisig und deftige Peking-Suppe. Es war wirklich Schmackofatz. So lecker war die Suppe.